Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Guild Wars 2. Wir befinden uns in den Miniaturen-Skins, in der Miniaturen-Sammlung und wir haben jetzt Mini-Sonnenspeer Timera. Mini-Sonnenspeer Timera ist ähnlich wie auch die anderen Sonnenspeere zuvor, wer die Videos gesehen hat, weiß es, über einen Sonnenspeer-Erlösungswunsch zu bekommen. Eine ähnliche Rüstung wie Octavia, also das heißt, der größte Unterschied dürfte die Kopfbedeckung sein. Und wahrscheinlich die Hautfarbe, ich vermute. Ja, wobei, ich glaube, die sind recht ähnlich, so auf den ersten Blick. Also auch hier das stachelige Schulterteil auf der einen Seite, der goldene Handschuh dann auf der anderen. Hier hinten Schild und da einmal eine lange Schärpe und ansonsten relativ kurz bekleidet. Animationstechnisch identisch. Man könnte den Eindruck gewinnen, sie ist ein bisschen größer als die anderen. Das müssen wir jetzt mal direkt vergleichen. Ist sie größer? Ich glaube nicht, ne? Wo haben wir denn Octavia? Nee, Octavia ist, würde ich sagen, durch den Hut sogar oder durch die Kopfbedeckung sogar einen kleinen Ticken größer. Also, hat getäuscht. Ist natürlich ein weiblicher Charakter, von daher ein bisschen schmäler als jetzt zum Beispiel Dume. Eine an sich recht nette Rüstung, farblich auch, finde ich sie ganz nett. Ich finde vor allem das Karo hier hinten, das gefällt mir sehr gut. Einfach zu bekommen, für wenig Geld im Handelsposten oder eben über die Sonnensperr-Erlösungswünsche. Also das heißt, jetzt wirklich sehr, sehr einfach ranzukommen. Wenn euch meine Videos gefallen, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo hinterlasst. Ansonsten dürft ihr natürlich auch gerne etwas in die Kommentare schreiben. Auch darüber freue ich mich. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.